Also es ging halt wirklich um Leben und Tod, weil hätte ich halt noch länger gewartet, dann wäre ich halt verblutet. Und es ist halt, das war halt echt ein Schock. Hallo, wie ihr am Titel erkennen könnt, gibt es heute wieder mal kein so schönes Video irgendwie. Ich hatte eine Not-OP und was da genau passiert ist, wollte ich jetzt heute euch in diesem Video erzählen. Wie die meisten von euch ja wissen, hatte ich eine Fehlgeburt und warte eigentlich darauf, dass das Baby von alleine abgeht. Wenn ihr die Videos euch dazu nochmal angucken wollt, ich verlinke euch die nochmal am Ende dieses Videos und in der Infobox. Wir haben ja schon seit längerem einen Kinderwunsch und eine ICSI-Behandlung oder zwei ICSI-Behandlungen jetzt hinter uns wieder. Und ja, da hieß es halt, dass es nicht geklappt hat und ich warte auf meine Blutung. Und ja, ich habe jetzt ungefähr fast eine Woche sehr stark geblutet gehabt. Mir ging es aber relativ gut dabei, also mir war jetzt nicht schlecht und ich hatte jetzt nicht sonderlich starke Schmerzen. Und jetzt am Montag war das so, dass ich aufgewacht bin und sehr starke Schmerzen bekommen habe. Und der Milan war Gott sei Dank noch nicht wach und ich bin runter und habe mir eine Buscopan genommen und mich hingelegt und gedacht, naja, jetzt wartest du mal, bis die Tablette wirkt und dann wird es schon wieder gehen. Leider hat die irgendwie nicht gewirkt und der Milan hat dann irgendwann natürlich nach mir gerufen und es war so schlimm, weil ich konnte nicht von dem Sofa aufstehen und den Milan holen. Ich muss ja, er ist ja unterm Dach und ich muss ja da einige Treppen nach oben laufen und ich hatte die Kraft nicht, beziehungsweise ich hatte so starke Schmerzen, dass ich nicht nach oben laufen konnte. Oh, das war richtig schlimm für mich. Man macht sich ja als Mama irgendwie nicht so Sorgen um sich selbst, sondern eher um sein Kind und er hat dann die ganze Zeit nach mir gerufen und ich hatte keine Kraft, nach oben zu gehen. Gott sei Dank hat meine Schwägerin mir geschrieben, die hat mir gesagt, sie hat eine Tüte bei mir vergessen, die war nämlich einen Tag zuvor bei mir und dann habe ich ihr geschrieben, dass es mir so schlecht geht und ich so Schmerzen habe und dann hat sie direkt gesagt, ob sie vorbeikommen soll, um mir zu helfen und ja, das habe ich dann natürlich auch dankend angenommen. Die hat sich dann fertig gemacht und ist zu mir gefahren, aber das hat natürlich ein bisschen gedauert und Milan hat natürlich die ganze Zeit weiter nach seiner Mama gerufen. Und mir hat es dann so leid getan, dass ich irgendwie versucht habe, mich nach oben zu schleppen, trotz Schmerzen und den Milan aus dem Bett zu holen. Das habe ich noch irgendwie hinbekommen und ich habe ihn dann irgendwie auf die Wickelkommode bekommen und war dabei, ihn zu wickeln und ich habe gemerkt, dass mir ganz, ganz schwarz wird vor Augen. Und dann habe ich ihn ganz schnell runtergenommen und ja, bin in Ohnmacht gefallen. Und Gott sei Dank war er nicht mehr auf der Kommode drauf, weil das war natürlich total gefährlich, wenn er mir da runterfällt. Und ja, dann lag ich dann da und ich weiß noch, dass der Milan zu mir gesagt hat, Mama, soll ich den Arztkoffer für dich holen? Gott, das war so süß. Ja, und dann lag ich dann halt ohnmächtig im Bad. Milan war bei mir, der hat dann mit seinen Badesachen gespielt und ich kam dann langsam wieder zu mir und habe ihm dann irgendwie noch eine Pampers und eine Hose angezogen. Dann sind wir nach unten und ich habe ihm noch was zu trinken eingeschenkt und das iPad einfach nur angemacht und mich wieder hingelegt, weil ich gar keine Kraft mehr hatte und einfach so starke Schmerzen hatte. Und Gott sei Dank kam dann auch schon meine Schwägerin und die hat dem Milan dann erstmal ein Brot gemacht und hat mir was zu essen gemacht, hat mir einen Tee gemacht. Ich hatte natürlich gar keinen Appetit. Ich habe da, weiß ich nicht, zweimal ins Brot gebissen oder so, ein bisschen Tee getrunken. Und dann hat sie gesagt, dass ich den David, also meinen Mann, anrufen soll und dass sie den Milan mitnimmt und sich mir keine Sorgen machen muss und ich mich halt ausruhen soll. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und habe halt gesagt, dass ich starke Unterleibsschmerzen habe. Und ich meine, man weiß ja auch in dem Moment nicht, wie schlimm es eigentlich ist. Ich dachte halt, okay, ich habe starke Schmerzen. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es wirklich um Leben und Tod ging. Ja, mein Mann, der kam dann irgendwann auch, Stunde später oder so. Und meine Schwägerin ist dann mit dem Milan zusammen zu ihr gefahren und hat sich gekümmert, hat die Tasche gepackt und so. Und mein Mann und ich, wir wollten eigentlich ins Krankenhaus fahren. Also er hat gesagt, wir fahren jetzt sofort ins Krankenhaus. Aber ich konnte halt nicht mehr aufstehen vor Schmerzen. Also es war halt echt so schlimm, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und dann selbst von mir aus gesagt habe, dass ich bitte einen Krankenwagen möchte. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil man hat ja immer so eine Hemmschwelle und denkt, ich hole jetzt keinen Krankenwagen, weil oh, ich will es jetzt nicht übertreiben. Aber meine Schmerzen waren einfach so stark. Mir war so schwindelig, ich konnte überhaupt nicht laufen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir rufen einen Krankenwagen. Ich hätte mich auch in der Not
Aufnahme nicht noch irgendwie in den Warteraum setzen können, 3 Stunden, bis ich drankomme vor Schmerzen. Also es wäre auch nicht gegangen. Deswegen habe ich gesagt, bitte ruf den Krankenwagen. Jetzt 10 Minuten später war dann der Krankenwagen da und die haben mich dann ja abtransportiert. Dann bin ich auch wieder ohnmächtig geworden. Also ich habe von dem Ganzen irgendwie nicht alles mitbekommen. Das war so wie in so einem Film oder so. Und dann haben sie mich halt auf die Liege gelegt. Das war mir irgendwie so unangenehm, weil natürlich die Nachbarn und so das bestimmt auch irgendwie so ein bisschen mitbekommen haben. Aber eigentlich ist es ja total egal, wenn es einem schlecht geht. Und ja, dann sind wir mit dem Krankenwagen schnell ins Krankenhaus. Und dann wurde ich dort untersucht. Hab gesagt, dass ich eine künstliche Befruchtung hinter mir habe und dass ich eine Fehlgeburt habe und eigentlich warte, dass es abgeht. Und dann bin ich in die Gynäkologie gekommen und wurde dort untersucht. Und das hat so wehgetan einfach, weil das war natürlich... Mir hat ja der ganze Bauch und alles innen so wehgetan und dann, wenn man noch untersucht wird, war das dann halt irgendwie noch viel schlimmer. Und dabei habe ich dann auch geweint vor Schmerz und gezittert ohne Ende und das war für meinen Mann, glaube ich, auch sehr schlimm mit anzusehen, wenn ich da so leide. Und dann kam das erste Mal die Vermutung von einer verdeckten Eileiterschwangerschaft. Ich hatte Eileiterschwangerschaft schon mal gehört. Ihr hattet mir das sogar geschrieben bei meinen letzten Videos, nicht, dass du eine Eileiterschwangerschaft hast. Habe meine Ärztin auch gefragt, ob das sein kann und sie hat gesagt, nein. Weil es war ja so gewesen, dass mein HCG-Wert gestiegen ist und man hat ja nur eine leere Fruchthülle gefunden, aber kein Kind. Ja, und jetzt weiß ich, dass das Kind halt im Eileiter gesteckt hat und sich dort weiterentwickelt hat. Mir ist dann der Eileiter geplatzt und weil das Kind natürlich schon groß geworden ist, es war jetzt 7. Woche oder so, und dann ist der Eileiter halt geplatzt und ich habe innerlich stark geblutet. Und so innerliche Blutungen sind halt super gefährlich. Und als sie das dann festgestellt haben im Krankenhaus, sind sie auch... Also ich wurde sofort operiert. Mir wurde dann noch gesagt, was schlimmstenfalls passieren kann. Also sie müssen mir wahrscheinlich den Eierstock entfernen und die Gebärmutter vielleicht. Und als ich gehört habe, meine Gebärmutter... Also das war für mich halt super schlimm, weil ich ja dann wusste, wenn meine Gebärmutter jetzt rauskommt, dann habe ich ja gar keine Chance mehr, ein Kind zu bekommen. Ja, aber sie haben gesagt, es geht jetzt hier ums Überleben und ich habe jetzt hier nicht die Auswahl, mir das erst auszusuchen, ob meine Gebärmutter drin bleibt oder nicht. Und dann ging alles ganz schnell, also sie sind dann wirklich losgerannt und mein Mann hat auch total Angst bekommen dann um mich. Also es ging halt wirklich um Leben und Tod, weil hätte ich halt noch länger gewartet, dann wäre ich halt verblutet. Und es ist halt, das war halt echt ein Schock. Also ich bin dann halt in den OP gekommen und das war alles wie ein Film. Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Das ist halt immer, ja, ist natürlich nicht so schön, aber ich habe halt gedacht, egal, Hauptsache die Schmerzen hören auf. Und dann, ja, habe ich halt Vollnarkose bekommen und mir wurde... ein Eierstock komplett entfernt und ich wurde ausgeschabt und mir wurde mit einer Kamera, ich habe ein Loch in den Bauchnabel bekommen, wo eine Kamera reinkommt und dann habe ich links und rechts noch wie so 2 Schnitte, wo dann die Instrumente praktisch reinkamen, wo man dann das Kind ausgeschabt hat und ja auch mir das Blut, was im Bauch war, irgendwie abgepumpt hat. Ich hatte dann die ganze Zeit einen Schlauch im Bauch, wo das Blut in so einen Katheter gelaufen ist. Und ich kann euch, also wer das jetzt eklig findet, der sput vielleicht ein bisschen vor. Ich kann euch mal meinen Bauch zeigen, wie der jetzt aussieht. Also ich habe halt hier überall jetzt Bluterguss und ja, überall Narben. Und ja, ich hoffe, dass das halt dann bald gut wieder verheilt ist. Sorry, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen die Kamera verschieben, weil es jetzt hier irgendwie schon gefühlt Sonnenuntergang ist. Und ich habe... nicht so viel Kraft, mir jetzt noch großartig Equipment aufzubauen. Ja, auf jeden Fall lag ich da natürlich die ganze Woche im Krankenhaus und als der Arzt mir dann halt wirklich gesagt hat, wie schlimm es um mich stand, dann war ich halt total geschockt, weil ich habe halt gedacht, okay, es ist nur Not-OP und es kommt halt öfters vor und so und da passiert jetzt halt nichts großartig und ich habe dann den Arzt gefragt, ja, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn ich jetzt nicht ins Krankenhaus gefahren wäre? Und dann hat er zu mir gesagt, dann wärst du heute nicht mehr hier. Da habe ich gesagt, wie? Er so, ja, also es ging halt wirklich um ein paar Stunden. Und ein paar Stunden später wäre ich halt verblutet. Und das war so schlimm. Also irgendwie das zu hören, dass es hätte wirklich vorbei sein können. Vor allem, ich denke da irgendwie weniger an mich, aber halt an den Milan und meinen Mann und meine Familie so. Also das hat mich echt krass schockiert.
Ja, und jetzt lag ich halt die ganze Woche im Krankenhaus, ging mir nicht gut, war sehr schwach, bin auch im Krankenhaus in Ohnmacht gefallen. Das war auch wieder so toll. Also ich bin nach der OP am nächsten Morgen, musste ich auf die Toilette und habe halt geklingelt, weil man soll ja natürlich nicht alleine gehen. Und dann kam die Schwester und hat mich auf die Toilette gebracht und ich habe dann gesagt, ja, mir ist schwindelig, ob sie bitte dabei bleiben könnte. Und dann hat sie gemeint, ja, sie ist da, wenn was ist, soll ich klingeln. Und ich habe dann gemerkt, dass mir wieder ganz schwarz vor Augen wurde und habe geklingelt und es kam halt keiner. Ja, und bin dann halt in Ohnmacht gefallen mit dem Boden auf die Fliesen. Ja, das war auch toll. Ja, der Milan ist da, also ihr hört den gerade im Hintergrund. Der Papa, der kümmert sich jetzt natürlich ganz toll um den Milan. Der hat hier auch sogar den Haushalt geschmissen und hat alles gemacht. Milan, die Mama kam gerade nicht. Kurz Kuschi geben der Mama. Mein Schatz. Danke, Mama. Bitte, mein Schatz. Machst du die Tür zu? Okay, jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ja, also auf jeden Fall war ich dann die ganze Woche natürlich im Krankenhaus gelegen. Und der Milan hat mich auch jeden Tag besucht mit dem Papa, bis auf einen Tag, weil natürlich für den Milan das auch todeslangweilig dort ist. Und ich habe den so vermisst. Oh mein Gott, mein Mann natürlich auch, aber den Milan, das war schon echt sehr, sehr schlimm. Ja, und die ganze Woche haben sich halt alle gut um den Milan gekümmert. Meine Eltern, Davids Eltern, meine Schwägerin, meine beste Freundin, also alle haben sich um den Milan auch gekümmert und aufgepasst. Und ja, es war auf jeden Fall eine schwere Zeit jetzt irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, das ist nicht unser Jahr. Also dieses Jahr, ich weiß nicht, ist irgendwie so viel Scheiße passiert. Bei uns wurde eingebrochen, dann das mit dem Kinderwunsch, dass es zweimal nicht geklappt hat und ja, gut. Und das war jetzt irgendwie noch so die Krönung. Aber ich hoffe wirklich, dass nächstes Jahr besser wird und ich muss jetzt halt auch erstmal ein bisschen Kraft tanken. Allein dieses Video zu trinken, das hat mich schon Kraft. Also ich bin total geschwächt und so. Was ein Kacklicht auch. Es tut mir jetzt gerade voll leid, aber ja, mir geht es natürlich noch nicht so gut und ich liege eigentlich den ganzen Tag nur auf der Couch und habe keine Kraft, irgendwas zu machen. Also man muss dann echt wieder langsam anfangen, Kraft zu tanken. Ich versuche jetzt halt viel Säfte mit Eisen zu trinken und ich habe auch für den Muskelkater und Rückenschmerzen. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch da draußen auch sagen, falls ihr in so einer Situation seid und so starke Unterleibsschmerzen habt, dass ihr das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen solltet und dann wirklich direkt ins Krankenhaus fahren solltet. Was bei mir zum Beispiel noch war, und ich habe das auch recherchiert und gegoogelt, ich hatte ganz starke Nackenschmerzen. Oh mein, jetzt war auch noch meine Speicherkarte leer, jetzt musste ich nochmal nach unten und die leeren. Ach Gott, jetzt weiß ich auch gerade gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wenn ihr auch in so einer Situation seid, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen und ihr müsst euch da wirklich untersuchen lassen und es geht da wirklich um Stunden manchmal. Und ja, das ist gefährlicher, als ich gedacht hatte. Und ich glaube, mein Körper braucht jetzt auf jeden Fall erstmal Ruhe und Pause, bis wir das Thema Kinderwunsch überhaupt wieder angehen. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass es alles gut ausgegangen ist und ich wieder bei meiner Familie sein kann. Und ich danke euch auf jeden Fall auch für diese ganzen Genesungswünsche. Das war wirklich so lieb von euch. Es hat mir echt viel Kraft gegeben im Krankenhaus, dass ihr alle an mich gedacht habt und so. Und ja, ich habe natürlich noch eine Verlosung für euch und ich werde die Gewinner in die Infobox posten. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe ja so Nyx-Pakete verlost. Das war jetzt eigentlich schon überfällig, aber ich war ja im Krankenhaus und hatte keine Zeit. Also das poste ich euch in die Infobox. Und ja, ich hoffe, dass es in Zukunft auf jeden Fall jetzt wieder schöne Videos geben wird und nicht so traurige Videos. Ja, und dass es dann wieder bergauf geht. Auf jeden Fall danke ich euch für eure Unterstützung und ja, hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich weiß noch nicht, wann ich schaffe, ein Video zu drehen, weil ich im Moment etwas kraftlos bin. Aber ich versuche es natürlich so schnell wie möglich und ja, passt auf euch auf und bleibt auf jeden Fall gesund. Macht's gut. Tschüss.